Derzeit behandeln wir im Europäischen Parlament ein großes Umwelt- und Energiepaket. Dabei geht es darum, dass wir vor allem die CO2-Emissionen reduzieren, also deutlich verringern, sowohl im Autoverkehr als auch im Bereich der Industrie. Bei den Autos geht es darum, in den einzelnen Ländern die Autoproduzenten zu bewegen, zu motivieren, letztendlich aber auch zu zwingen, solche Autos zu produzieren, die wesentlich weniger CO2 in die Luft entlassen und damit die Klimasituation nicht noch weiter verschärfen. In der Industrie geht es darum, einen Kompromiss zu finden zwischen den berechtigten Anliegen der Umwelt, also deutliche Reduktion der CO2-Emissionen auch in der Industrie, aber doch auch der Bewahrung der Arbeitsplätze in der Europäischen Union. Denn es macht wenig Sinn, durch strenge Vorschriften diese Unternehmungen aus Europa herauszutreiben, wo sie dann die Arbeitsplätze mitnehmen und auch die Umwelt nach wie vor schlecht belasten, weil sie in anderen Ländern für sie günstigere, aber für die Umwelt schlechtere Umweltregelungen vorfinden. In diesem Sinn habe ich auch mehrere Anträge eingebracht, die auf die besondere Lage der europäischen Industrie, vor allem jener Unternehmungen, die besonders schon geleistet haben in der Vergangenheit, Rücksicht nehmen. Ein solches Unternehmen ist die Voest, das ich gemeinsam mit dem Kollegen Ettel vor kurzem besucht habe und das auch wirklich schon sehr viel für die Umweltverbesserung getan hat. Und es geht auch darum, dass wenn aus anderen Ländern Güter importiert werden, die dort deswegen billiger produziert worden sind, weil dort die Umwelt weniger beachtet worden ist, dass dann darauf entweder eine Importsteuer erhoben wird oder jedenfalls diesen Unternehmungen und diesen Ländern gesagt wird, ihr müsst mit uns gemeinsam diese Umweltsituation verbessern, müsst mit uns gemeinsam Maßnahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen erreichen, sonst können wir diese Importe nicht mehr zulassen. Das sind die Zielrichtungen, wo ich in diesem Zusammenhang im Europäischen Parlament aktiv bin und ich hoffe, dass ich auch genug meiner Kolleginnen und Kollegen überzeugen kann, mit mir dafür Sorge zu tragen, dass die Umweltsituation in Europa verbessert wird, aber dennoch wir auch wichtige, hochqualifizierte Arbeitsplätze in Europa behalten können.